Die Haupturlaubszeit ist gerade erst angebrochen und nicht für alle geht es gleich und sofort oder vielleicht überhaupt in die Ferne. Wenn Sie zu denen gehören, die ihren Urlaub gerade zu Hause genießen, dann haben wir jetzt einen Tipp für Sie. Man könnte es auch ganz großes Kino nennen und das zudem noch Open Air und an einem ganz besonderen Ort. Längst ist es kein wirklicher Geheimtipp mehr. Einmal im Jahr, im Hochsommer, verwandelt sich das Gelände des Hechinger Hallenfreibads in eine Open-Air-Kinobühne mit einer 90 Quadratmeter großen CinemaScope-Leinwand, Dolby-Digital-Sound und 1200 Gartenstühlen mit Bewirtungsangeboten. Kino im Schatten des mächtigen Hohenzollern, direkt neben den allerdings fürs Baden gesperrten Freibadbecken. In diesem Jahr können die Macher ein Jubiläum feiern. Bereits zum 20. Mal flimmern jetzt Klassiker, aber auch aktuelle Hitfilme Open Air über die Leinwand. Bereits gestern Abend ist der Kinosommer dort mit dem romantischen Superhit Pretty Woman gestartet. Heute wird, wenn es kurz nach 21 Uhr dunkelt, Jurassic World über die Leinwand flimmern. Einlass ist ab 20 Uhr. Bis zum 11. August folgen Filme wie The Fast and the Furious, 50 Shades of Grey oder The Minions. Die Mischung soll film- und alterstechnisch breit aufgestellt sein. Und natürlich hat auch Merkel selbst ganz persönliche Highlights. Dann haben wir als nächsten Klassiker die Blues Brothers, den haben wir vor 18 Jahren mal gezeigt. Der läuft dieses Jahr auch wieder, das ist dann eher so für die Jungs. Und dann haben wir zum Abschluss, wie jedes Jahr, Karl May, dieses Jahr Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten. Und ja, das ist einfach auch ein Karl May-Film, wo eigentlich von den Guten keiner stirbt. Und da dieses Jahr Pierre Brice von uns ging, haben wir gedacht, ist das vielleicht genau dieses richtige Balsam. Und wie immer lassen sich die Macher des Hechinger Open-Air-Kinos an vielen Abenden etwas ganz Besonderes einfallen. Ein Abend beim Open-Air soll nicht nur Filmschauen ermöglichen, sondern auch ein Event sein. Bei Madame Mallory und der Duft von Curry, da machen wir auch einen Gourmet-Abend. Das ist eine tolle Geschichte, da haben wir seit Jahren sich schon unsere mehrere Köche aus Hechingen mit eingebunden und die reichen an dem Abend immer kostenlos Versucherle, so Häppchen und so. Dazu gibt es dann eine Weinprobe. Lustig und spannend dürften wohl auch andere Abende werden. Bei 50 Shades of Grey haben wir zum Beispiel Paare, die in Handschelle kommen, zahlen halb Eintrittspreis. Oder bei Blues Brothers, wer es also wirklich auf sich nimmt, das ganze Outfit zusammenzustellen, der bekommt bei uns freien Eintritt. Nach 35 Jahren kann man das ja mal gewähren. Genauso bei Winnetou. Also alle Cowboys, Indianer haben, das ist eigentlich schon Tradition, das machen wir schon seit 10 Jahren so, dass immer die freien Eintritt haben. So haben da mal eine Möglichkeit, Familien oder so mal kompletten Abend zu gestalten, ohne dass ihr jetzt so tief in die Tasche greifen müsst. Was aber, wenn einmal der Regen kommt? Auch daran haben die Open-Air-Routiniers natürlich gedacht. Ein kleines Zelt hinter der dritten Reihe ermöglicht auch dann einen geschützten Open-Air-Kinogenuss. Nur eines gilt dann. Regenschirme sind nicht arg gern gesehen, das gebe ich zu, weil immer die Person, wo dahinter sitzt, die sieht dann nichts mehr. Mir bietet da immer so Regenponchos an, so Einmalponchos, wo man drüber ziehen kann, weil wann hat man schon mal die Chance, einen Film im Regen anzusehen? Die Open-Air-Kinobesucher können gleich nebenan auf dem Festgelände kostenlos parken. Das ganze Programm gibt es im Internet unter www.zollernalb-kinos.de. Karten gibt es im Vorverkauf an den Kassen der Zollernalb-Kinos oder an der Abendkasse.